Gut, hier ist der Apple-Professor. Genau. iFixedIt.com. Nein, nicht iFixedIt.com. Das sind die falschen, sondern appleprofessor.org. Und wir machen heute ein Tutorial, wie kann man mit einem Sopransaxophon Musik bearbeiten, in ein MacBook bringen und dann exportieren als MP3. So dass es perfekt klingt wie aus dem Tonstudio. Dazu haben wir ein Gerät, das hängt da jetzt dran am USB-Anschluss. Das ist ein YDS von Yamaha. Moment, das ist das Saxophon, gell? Mhm. Ja, okay. Wir haben eigentlich, das Gerät heißt anders. Und zwar ist das da. Ein USB Audio Capture Device. Das steckt hier per USB an einem Sopransaxophon. Einem MIDI-Sopransaxophon. Dann haben wir hier ein iPad. Auf diesem iPad sind die Noten drauf und auch die Musik. Und auf Play spielt dann das iPad die Musik ab, mischt das mit dem Sopransaxophon direkt da in das Audio in. Und wir verwenden dann folgende Software, bitte her sehen. Wir haben Audacity, das ist eine Open Source Software. Die kann man sich aus dem Internet runterladen und mit der werden wir jetzt dann dieses eine Musikstück einspielen und dann so professionell bearbeiten. Das heißt, wir starten am iPad die Musik, der Beppo spielt mit dem Sopransaxophon dazu, ich gehe da auf Recording. Wichtig ist auch, dass wir heute, wie gesagt, diese Audio-Devices drinnen haben, nämlich dass genau dieses Gerät da als Aufnahmequelle ist. Und dass wir auch Stereo aufnehmen und nicht in Mono, weil wir haben ja auch zwei Anschlüsse da drauf. Also Mono wäre nur einer und Stereo sind zwei. Und dann gehen wir da auf den Recording-Button und der nimmt das Ganze auf. Und das schauen wir uns jetzt an. Und nun machen wir eine Aufnahme. Das heißt, der Beppo wird auf einen MIDI-Saxophon spielen, das ist ein Sopransaxophon, ein Altsaxophon, ein Tenorsaxophon, ein Baritonsaxophon, man kann das umschalten. Das Ganze wird gemischt in diesen Adapter, wie gesagt. Über das iPad hat er die Noten drauf, das erzeugt den Ton und auf seinen Saxophon spielt er MIDI mit Kopfhörer dazu. Und das hören wir uns jetzt einmal an. So, und nun? Und nun spülen wir das Ganze in die Audio-Software rein. Ja, so funktioniert Audioaufnahme mit einem MIDI-Saxophon. Alles im Griff. MacBook Air der neuesten Generation und MIDI-Saxophon. Das ist das, was wir aufgenommen haben. Gut, dann gehen wir daher, markieren diesen Bereich, entfernen diesen Bereich. Ja. Dann markieren wir das ganze Audio, machen Effekt normalisieren auf 0 dB. Okay. Sagen okay, jetzt fahren die Pegel hoch. Mhm. Dann gehen wir daher und markieren den Anfang und sagen Effekt einblenden und dann da hinten sagen wir, tun wir das ganze Stück ausblenden. Also wir markieren den Rest da und sagen, in dieser Zeit soll er das Ganze ausblenden. Okay. So, und jetzt bleibt noch auf Sendung, weil jetzt da machen wir Folgendes, wir spielen es ab. Das
So, jetzt haben wir das fertige Audio da drinnen und jetzt brauchen wir es eigentlich ja nur mehr exportieren. Das heißt, wir gehen auf Datei, exportieren als MP3 exportieren. So, dann können wir natürlich sagen, wie das Ding heißt und sagen wir Happy. Oder na, was heißt es? Sir Duke. Mhm. Okay. Das Ganze auf dem Schreibtisch, das passt. Ja, ja. Dann die Qualität, nehmen wir natürlich die extreme, überragend, ja, nehmen wir überragend, weil es so schön war. Okay, dann wird die Datei halt sehr groß. Und jetzt gehen wir auf Sichern. Dann können wir jetzt noch sagen, Künstlername ist der Bepo. Ja, das passt schon. Ja. Dann könnte man auch sagen, das Jahr ist 2021, weil dann wird das MP3 gleich getaggt, sodass, wenn wir das irgendwo hochladen, auch die ganzen richtigen Daten sagt. Obwohl, die könnte man ja nachträglich ändern. Und gehen auf OK. So. Dann gehen wir aus der Software da raus. Auf Develop. Warte mal. Ja, da sind wir schon. Schwupp. Und jetzt da ist das YouTube da. Und jetzt spülen wir den an. Ja. Das ist der Porsche. So, jetzt haben wir den richtigen angeklickt. Und das ist in der besten Tonqualität, dass es besser nicht mehr geht. Dum, 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 dum. So, und jetzt haben wir einen großen Versuch vor. Wir spielen jetzt die Musik mit einem MIDI-Saxophon ein. Der Pepper hat ein MIDI-Saxophon, also Saxophon ist echt, aber drauf ist so ein MIDI-Teil. Und das erzeugt dann den Klang von einem Sopransaxophon, von einem Altsaxophon, von einem Tenorsaxophon oder von einem Baritonsaxophon. Mit Hall, ohne Hall, wurscht was. Und das Ganze geht in seinen Kopfhörer, sodass er es hört gut. Und das Ganze geht, jetzt zeige ich es euch, da, ups, in diesen Adapter rein. Spielen tut es das iPad. Das heißt, da haben wir auch die Noten drauf, sodass der Pepper weiß, was er spielt. Und das hören wir uns jetzt einfach an. Und da ist die Software, mit der wir das aufnehmen. Das heißt, das wäre Audacity, wo man dann auf den roten Button drückt. Da. Das ist der da, egal. Damit wir das aufnehmen. Aber jetzt spielen wir es einmal ab. Jetzt schon. Und er spielt zu diesem Playback eigentlich dazu. So, und damit sage ich danke fürs Zuschauen. So einfach geht's, wenn man es weiß, wie es geht. Und der Apple-Professor und der Pepper wissen, wie es geht. Alles Gute, Pepper, wink mal. Ciao, ciao. Ha ha ha.